So, dann herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren Folge von The Dungeon of Nierburg, der Amulett of Chaos. Das wird total witzig. So, auf zum Amboss. Das letzte Mal haben wir uns hier unten durch die Chaoszwerge durchgeprügelt und unseren ersten magischen Amboss, oder wahrscheinlich auch den einzigen, erobert. Man darf gespannt sein. Ich bin es. Vielleicht können wir es diese Folge vielleicht sogar zu Ende bringen. Ich habe jetzt frei, sagenhafte von heute an bis nächste Woche Freitag, glaube ich. Muss ich mal schnell einen Plan bauen. Computer sagt, oder Dienstplan sagt, bis zum 22. Bis zum 22. Das sind 11 Tage. Bis nächste Woche Freitag. Ja, das ist eine Menge. Da kann man ruhig mal ein bisschen chillen. Also bis dahin sollten wir das Spiel auf jeden Fall durchbekommen. So, wir waren in der Taverne. Finde die Stücke der heiligen Axt. Das würde ich gerne machen. Warte mal. War ich hier halt? Ja. Kurz gucken. Habe ich hier? Habe ich. Die Stream wird nicht aktualisiert. Da muss ich mal ganz kurz. Angeblich streame ich nicht. Doch, tue ich. Sehr gut. So, kurz hier pausieren. Das rauf. Und weiter geht's. Genau. So, alle waren hier halt. Heiltränke. Gut, dass wir das nachgucken. Heiltrank. Hände weg von meinem Gold. Mein Schatz, Gold. Heiltrank. Warum wollen die Leute mir ständig ihre Hände in die Taschen stecken? Bomber, Bomber, Bomber. Warte, hast du Explosionsbomben? Jawohl, Hammer. Eine Ironie des Schicksals, dass ein Dieb seine eigenen Taschen leeren muss. Wenn es stinkt, müssen es meine Stiefel sein. Das ist mein Kram. Kleiner Heiltrank ist nicht. Dann kriegst du jetzt den großen. Denn ich habe 29.000 Gold, da darf ich mir die großen kaufen. Nicht die Tränke miteinander mischen, sonst boom. Das ist, da können wir hier kurz mal nachschauen. Dann hier was hat für uns. Weil wer weiß, wann ich das nächste Mal heilen darf. Heiltrank mit großer Wirkung. Und kriegen, ne? Oh, das wird teuer, das wird richtig teuer. Sagen wir 10.000. Für 10.000, come on! 75. Ich glaube, er trägt zu viel. Wir sollten das Inventar aufräumen. Heiltrank mit großer Wirkung heilt 90 Trefferpunkte. Oh, ich glaube, wir sind zu schwer. Ja, 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 ja. Okay, 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 okay. Dann Plan B. Okay. Wir tauschen aus alle Heiltränke. Wir nehmen die großen und die normalen. So, das große. Genau. Lecker, lecker, lecker. Machen wir bei jedem jetzt. Groß. Und normal. Was? Wenn geizig sein darf ich jetzt überhaupt nicht mehr. Was ist da drin? Ah, das ist mein Beutel. Nein, nein, weg von meinen Taschen. Ich habe Nüsse für die Eichhörnchen. Und ich habe super Heiltränke. Ich gebe sie auf keinen Fall her. Ja, ja, ja. Das war teuer. So ein Mist. Okay. Dann muss ich nochmal Sachen verkaufen. Hilft ja alles nichts. Ja, das mit dem Kaufen und Verkaufen ist so eine Sache. So, verkaufen. Schutz 6-1. Haben wir schon drauf, deswegen brauchen wir das nicht. 6-1 physischer Widerstand. Das hier drum ist gut. Aber das hier können wir schon verkaufen. Das brauchen wir nicht. Kurz anlegen. Für den Zwerg. Immer, das gibt 6 Schutz, 1 Verfassung und 1 physischer Widerstand. Ah, endlich die richtigen Gegenstände für die richtigen Leute. Aber halt minus 1 bewegen. Aber halt 2 Schutz.
Bruder, Kumpel. Zugzug. Wo kommt der Dicker? So, diese Ausrüstung können wir auch verkaufen. So, okay, kann sich zwar jetzt eins weniger bewegen, aber das stört mich ja nicht. Nicht so richtig. Alles verkaufen, was wir wirklich nicht brauchen. Mana Tränke. So, Wein, Bier auch. Bomben wollen wir gerne behalten. Diese Tränke würde ich auch sehr gerne behalten. Oh, okay. Was raus muss, muss raus. Mein Olvi. Herzlich willkommen, Kanal. Schön, dass du da bist. Ich schleppe einfach zu viel mit mir rum. Das ist der Wahnsinn. Kleine Dränger, weg damit. Auf 251. Ey, das ist nicht gerade viel. Okay, sag mal hier 25 weg. Was nochmal 30? Warte, 59 habe ich, minus 30 macht 29. 212, haben wir noch 20. Große haben wir fantastisch viele. Ehrlich, die setzen wir eh nicht ein. Die großen Tränker. Auch wenn die fantastisch sind auf den ersten Blick. Das Einzige, was wir verwenden, dann vielleicht nachher, wenn ich mich dann verskillt haben sollte, hier ist das Elixier bei jedem einzelnen. Säurebomben und. Spinnbomben. Damit hätten wir noch 3, machen wir auf 2, Säurebomben bleiben auf 5, Pfefferspraybomben. Die können raus. Explosive Bomben bleiben, Eisbomben sind auch cool. 200, das heißt, ich kann 150 kann ich finden, mit mir rumtragen. Da moin Olvi, herzlich willkommen, Kanal, schön, dass du da bist. Olvi, ich habe jetzt frei. Gestern musste ich ja nochmal arbeiten, ich drück's Witz. Bis nächste Woche Freitag, das ist gut. So, mal gucken. Ob wir jetzt die Axt finden. Die muss ja hier irgendwo rum liegen. Stehen. Sitzen. Oh, ist ja viel Zeit zum Entspannen. Sonne liegen. Was für eine Sonne? Was für eine Sonne? Okay, nee, das ist der Schmied, der das haben möchte. Weil das sind nochmal XP, die ich gerne mitnehmen würde. Vielleicht bringen die ja nochmal ein Level ab. Bei all dieser Feuchtigkeit werden meine Bücher noch schimmelig. Ich hab noch nicht mal angezeigt, dass das irgendwie ansatzweise in der Nähe ist. Ich meine, das soll hier irgendwo sein, ist klar. Aber ich hatte ja gehofft, damals im Gefängnis. Also Chaoszwerge waren echt miese Kämpfer. Ich komme hier nicht mehr lebend raus. Oh, ihr Götter. Doch, wir kommen raus.
Easy. Die Truhe hatten wir. Wohin oder her? Spielt keine große Rolle. Finde die Stücke der heiligen Axt. Fast schon alles abgesucht. Immer noch nicht gefunden. Die können ja nur in der Truhe sein. Ich leide unter Himmelaropie. Kleb ein Pflaster drauf. Was jetzt? Okay, Urkampf. Dann sind hier oben die Truhen. Oder die Axtstücke. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Die sind sehr, sehr stark. Und ich habe diesmal kein rotes Licht. Und ich kann mir vorstellen, dass sie noch Verstärkung bekommen. Und Ranger ist einer der ersten, die immer dran sind. Zwerg geht immer mit als letztes. Oki ist verdammt schnell. Aber auch. Und Paladina auch. So, 2-3. Die ist eher einer der letzten Zug. Komm. Die kriegen Verstärkung, das weiß ich. So, kurz gucken. Richtig ran kommen wir nicht. Wir wollen erstmal Defensive ausgeben. Lebenspunkte sparen ist immer gut. Zusammenbleiben! Ich bin dran. Also rein theoretisch müsste ich das Spiel heute durchbekommen. Sehr schön, wir gucken. So, erster Nahkämpfer, kleinen Doppelschlag. Sehr schöner Hit. Wachposten ist etwas, was mir nicht gefällt, aber zumindest können wir den ersten ausschalten. Einer weniger auf dem Feld. Wer sagt's denn? Easy. Ich dachte schon, der schmeißt Bomben. Hättest du wohl gern. Schöne Parade. Obwohl ich jetzt nicht verstehe, dass er in seinem zweiten Zug dann noch angreifen kann. Aber das macht ja nichts. So, die Adrenalin hebe ich mal komplett auf. Ein Ohrfeige. Wäre eigentlich angebracht. Doppelschlag. Bis zu 100 Damage. Sehr schön. Wie aus dem Lehrbuch. Easy. Weiß es nicht, also theoretisch. Weil eigentlich müsste ich ja nur Amboss, Amulett zerstören, dann auf die oberste Etage, Endboss. Theoretisch. Ich meine, es sind jetzt schon 30 Stunden in dem Spiel. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ne, warte, zurückgeschossen geht nicht bei dem. Aber betäuben. Ah, okay, ganz blöde Idee. Dann normal draufhauen. Mund, der da hinten, da steht ein Aluhu rum. Kennt ihr den Witz von dem betrunkenen Ork? Der Dieb? Normalerweise ist der Dieb danach dran. Okay, einmal links ausgelöst. Und bumm, diese Kapuze hättest du wohl gern. Nee, so einfach kommt er nicht ran. Jetzt mal das feige Ende mal versuchen. Dann müsste ich jetzt eigentlich einen Aktionspunkt zurückbekommen. Aber effizient. Nein. Verstehe ich nicht. Ich verstehe jetzt den nicht. So, das erste Dings, der Elfen. Müsste von hier hinten locker treffen können. Oh, hier, warte. Zwei Gegner zum Preis für einen. Go. Kopf runter! Schade. Statt 3 nur 2 gehittet. Macht jetzt warte, das könnte jetzt hier interessant werden, weil nämlich einfrieren ist nicht.
mal wieder hier. Wachschutz. Trifft für 39. Ich hasse es, in Tunneln zu kämpfen. 50% Chance, dass irgendwer einfriert. Mal gucken. Salkor, Alafred, Jalmark. Keiner. Tat aber trotzdem weh. So, Ranger ist dran. Dauernd der Erste. Der hält das aus. Ich habe hier noch große Heiltränke. Easy. Oh, hier gleich zweimal. Ah, hier, warte. Das ist vielleicht besser. Rotzfrech daneben springen. Ein Bogenschütz raus. Nicht gut. Und der Tolle ist, ich kann mich noch neben den zweiten stellen, dann hat er keinen Bogenschütz. Die sind die Orks nur noch mieser. Perfekt. Eigentlich hätte das jetzt Gegenschlag geben müssen. Passt, der nervt schon nicht mehr. Alles wunderbar. Sie kann sich bewegen. Gleich dahin und stunnen. Damit der an diesem Zug zumindest nicht mehr draufhaut. Chillig. Ja, so langsam wird's. Wenn du Skills hast, funktioniert's. Easy. Mal zurückstoßen. Dürfte eigentlich nicht klappen bei den Orks. Doch, wunderbar. Eins, zwei Gegenschläge. Drei sogar. Down. Perfekt gemacht. Easy. So, war es nun noch einer, der gestunt ist? Da hinten hat noch jemand. Was? Win. Wenn die jetzt sich noch verstärken kriegen. Keine Bomben verbraucht, sehr schön Heiltränke. Naja, okay. Sollte ich am Ende dann mal überlegen. Aber ich glaube, ich weiß schon, welche ich verwende. Warte, hier. Nur ein toter Ork ist ein guter Ork. So, Heiltrank weniger nicht verbrochen ist. Sonst ist keiner stark eingeschlagen, bis auf die Markierin. Die kriegt noch einen Heiltrank. So, ganz normaler Fernschuss drauf, dann brennt der. Kann brennen, okay. Machen wir es eher so. Feuer, mal weiter. Brennt aber keiner. Macht nichts. Der kann sich in der nächsten Runde nicht mehr bewegen, weil ist so gut wie down. Warte mal, wer ist nochmal dran? Der Dieb? Hä? Wo ist der Dieb nochmal dran? Ist egal, dreimal draufschlagen, freue ich mich. Eins, zwei. Perfekt. Ach, der war da dran, habe ich gerade von da. Also wurscht. Ist ja auch egal. So, hinten noch zusammenschießen. Oh, weg. Wenn ich dann denke, dass sie vorhin beim letzten Mal Bock schwer waren. So, Furcht verursachen, wenn er wegrennt, kriegt er noch eine. Ah, vielleicht nicht die beste Idee. Gut, magisch widerstanden. Fantastisch. Kanonennahkampf. Sieht aus wie gerade einer Güllegrube entstiegen. Das hat gar nicht wehgetan. 13. Sehr schön, passt. So, schön Vulkan drauf. Okay, ist dran. Diese armen Kerle sehen ganz krank aus. Okay, kann aber... Ey, ist ein bescheuerter Gürtel. Kann sich nur um zwei Felder nach vorne oder eins seitlich bewegen. Oh, das ist mies. Das sind richtig miese Gürtel. Hey, übertreib's nicht. Hab aber zum Glück Erdbeben. Da passt das, da ist das vollkommen okay. Trotzdem, das mit dem Bewegen gefällt mir gar nicht.
Rückstoßen? Nee. Flieg weg! So, schneller Sieg. 7 Heiltränke? Nein, danke. Aber wir nehmen die Axt. Bisschen Gold. Bogen. 3 Mut, naja. Streifst der Zwerge und Würfel des GM. Sobald dieses Würfelpaar auf magische Weise mit einem böswilligen GM verbunden ist, Game Master, denke ich mal, reagiert es auf einen Willen und verursacht kritischen Erfolg oder Misserfolg, wie es ihm gefällt. Der Game Master hat recht. Könnt irgendwie alle verwenden. Dachte, die quatschen. Scheint nichts, warte mal. Inventar? Nee, kann ich noch wegwerfen. Okay, so, Ausrüstung. Physischer Widerstand ist besser als Mut. Deswegen nein. So, der Bogen. Das ist 25, 32, nein. 25, ja, das ist noch was für ihn hier. Ah, fantastisch, genau wie Chrom. Und dann war's das eigentlich. So, ab zum Schmied. Den die olle Axt heben. Alter, andere Richtung muss ich. Dann passt das schon. Dann gibt's nochmal schöne XP. Nochmal eine Taverne und dann heißt auf zum Amboss. Dann müsste ich eigentlich das Amulett brechen können. Ich denke mal. Vorher durchprügeln, vorher questen. Hä? Die passen da nicht durch, doch. Der Typ, der diese Steine bearbeitet hat, muss talentfrei einarmig und betrunken gewesen sein. Anders gesagt, ein Mensch. Na sowas, ihr habt die Axt. Jo, hier ist sie. Die hat ordentlich Wumms, obwohl sie noch nicht fertig ist. Ja, eine ganz einzigartige Waffe. Und? Was bekommen wir als Belohnung? Meine ewige Dankbarkeit. Ihr seid wahrhaftig Helden. Und ab, wir sind Helden. Hey, aber so geht das nicht. Wir wollen Gold. Ja, gib uns Münzen. Gold ist nutzlos. Seid doch nicht so wohlfeil. Ein Zwergenschmied hat uns Helden genannt. Mehr können wir uns nicht erhoffen. Das Brauchtum deines Volkes ist mir manchmal ein Rätsel. Und jetzt verzieht euch. Ich hab noch zu tun. Also, ich fühle mich irgendwie manipuliert. Ja, tja. Da haben wir uns wohl nur für Elfenfutter abgerackert. Und die Axt habe ich auch nicht bekommen. Gott, ich hasse euch alle. Ah, er ist wieder in seinem normalen Zustand. Ja, nicht immer Gold. Aber hey, eben Dank. Warte. Die Richtung muss ich. So, abschnell Taverne, weil 7 Heiltränke, das ist mir zu viel. Na, vielen Dank. Ich verwende doch keine Heiltränke zum Heilen. Wer bin ich denn? So, noch sind es 300. Das nächste Mal bestimmt 350. So, alle full life, wunderbar. Auf zum Amboss. Hat aber leider nicht für ein Level-Up gereicht. Dauerlich. Ich hätte Ausrüstung verkaufen können. Naja, jetzt ist es zu spät für. So, öffnet die Tür. Auf zum Amboss. Es ist soweit. Wir werden wahrscheinlich jetzt das Amulett los. Sehr schön. Oh, da freue ich mich. Endlich nicht mehr verzaubert. Endlich nicht mehr ein Dämon in der Tasche. Warum glaube ich, dass wir nicht uns befreien, sondern wir befreien den Dämonen? Das Gefühl habe ich eher. Dies ist der Tempel des großen Ambosses. Das ist ein legendärer Ort. Er soll bis zum Rand mit unglaublichen Schätzen gefüllt sein, die Chaoszwerge durch Plünderungen zusammengetragen haben. Außerdem sollen sich hier die gequälten Seelen der Könige der Chaoszwerge nach ihrem Tod versammeln, um Wache zu halten. Diese Könige der Chaoszwerge, leben die lange? Weiß nicht, sie sterben selten an Altersschwäche. Tja, suchen wir mal den Amboss. Vorsichtig. Jetzt wird geplündert und dann legen wir Feuer. Ach, das wird allmählich langweilig. Ich weiß, was du meinst. Vorsicht, nach Fallen gucken.
Ja, ich bin diesmal vorsichtig. Oh. Halte da an, keine Bewegung, Eindringlinge von der Obenseite. Oh, liebe Zeit. Zum Donner, was ist das nun wieder für ein Monster? Ich bin der Wächter der Runen und der Hüter dieses heiligen Sanktuariums. Oh Mann, wir sitzen in der Scheiße. Es ist ein Ältestengeist unserer Vorfahren. Wahrscheinlich ein uralter Zwergenschmied mit furchtbaren Kräften. Ach was? Nur ein stinknormaler Spitzhackenschärfer, der wegen einer blöden Wette hier gelandet ist. Kann passieren. Ja, ich weiß, es ist verflixt. Ich darf mich doch nicht mit Eindringlingen verbrüdern. Ihr seid gewarnt. Keinen Schritt weiter, sonst erwarten euch schlimme Konsequenzen. Cooler Dialekt. Ich spreche dir nochmal an. Haltet an, keine Bewegung, Eindringlinge von der Obenseite. Wer sagt aber nicht, okay? Gut, verflucht sind wir eh, von da aus. Stirbt nicht. Kann man trotzdem mal hier lang gehen. Okay, wieder so ein Mini-Mini-Rätsel. Passiert nichts. Auch nicht. Irgendwas mit Feuer. Dreh nochmal. Ja, irgendwas mit Feuer. Okay, egal, da guckt das mal richtig. Das wird alles okay. Ninja! Schön nach Fallen gucken, ja. Das kostet drei Heiltränke. Ich weiß es. Oh, ein bisschen dunkel diesmal. Die Gegend. Nichts da an der Seite, das ist gut. Aber hab mir extra gemerkt, nicht beim Fallen reinzurennen. Nehmen wir sonst jede gerne mit. Lesen. Die Geste des Chaos. Und in den letzten Anflug von Mut drehte sich der Held um und präsentierte seinen Feinden seine haarigen Hintern. Die Drogiloks zogen sich für einen Moment zurück, erschrocken von diesem albtraumhaften Anblick. Wenn man in den tiefen Abgrund blickt, schaut der tiefe Abgrund zurück. Mögen alle tiefen Uriks Zeugen sein. Nur diejenigen, die in seinen Fußstapfen treten, werden als würdig angesehen, den großen Amboss zu betreten. Orks. Wie soll das anders sein? Ich denke mal, hier mache ich das auf. Hintern. Also, alles umdrehen. Ha! Ich wusste es! Ich wusste es! Chrom hasst Rätsel. Außer das Rätsel von Stahl. Ich wusste es. Müsste der eigentlich zweimal gedreht werden? Damit er zur Wand guckt. Hey! Was? Okay, warte. 1, 2, 3. Jetzt müsste der sich ja auch umdrehen. Ja, perfekt. Hey, das war die Lösung. Seltsam. Das muss eine Falle sein. Oh, jetzt sind es 3. Das sind 4er. Drehen sich aber alle, sobald ich die drehe. Die müssen sich aber alle umdrehen. Jetzt drehen sich nur 2. Was? Okay, ich bin verwirrt. Okay, die 2 wären richtig. Nur er nicht. Okay, warte mal. Er dreht 3. Er dreht alle 4. Dann dreht er sich hier alleine und hier drehen wir ihn. Okay. Dann muss er sich schon mal umdrehen. Danach dreht er sich um. Jetzt einfach nur die 2.
schönes Tor offen, genau. Na also, ich hab's ja gewusst, es gibt keine Unfälle. Was sind denn das für Rätsel?